Guck mal, es gibt einen voll lieben Kommentar über dich. Lass mich in Ruhe. Michael Schäfer schreibt, ich will den Wanderdrachen mal sehen. Sie hat einen coolen Humor und ich denke, sie ist ein geiles Stück Fleisch. Das ist ja voll lieb. Schon, oder? Obwohl, ist geiles Stück Fleisch als Anrede für eine Dame überhaupt noch politisch korrekt? Müsste es nicht heißen, geiles Stück Fleischinnen? Sag mal, Brennel, warst du schon immer so doof oder hat sich das erst entwickelt? Wieso denn? Ach, wegen Fleisch. Du wärst lieber ein geiles Stück Brokkoli. Ich will überhaupt kein geiles Stückes noch Stück sein und nur auf meine endlos langen Beine und meinen perfekten Busen reduziert werden. Ich habe wertvolle innere Werte, die zählen. Naja, später schreibt er, dass er bereit wäre, eine Bank zu überfallen und 2 Millionen dafür zu bezahlen, dich nackt zu sehen. Er interessiert sich also sehr für deine inneren Werte. Hä? Das ist eher das Gegenteil. Wieso denn? Nackt heißt ja unter der Kleidung, also was innen ist in der Kleidung. Dass du keine Ahnung hast, was innere Werte sind, war mir von Anfang an klar. Vergötterte Fuzzis, keine Plattform erlaubt uns Geld zu verdienen. Deswegen sichern eure Spenden unser Überleben. So, und jetzt geht sie los. Die wilde Fahrt. Brennel? Wanderdrache? Hast du von diesem ekelhaften Politiker gehört? Allerdings. Was meinst du, warum ich stündlich zu diesen ganzen fantastischen Demos renne? Erst gestern war ich bei Idioten gegen rechts und morgen gehe ich zu Minderbemittelte gegen rechts. Außerdem spende ich regelmäßig für Propagandaopfer gegen rechts. Aber warum fragst du? Ich glaube, ich meine an anderen Politiker. Den zeige ich dir gleich. Aber erst eine ernst gemeinte Triggerwarnung an die vergötterten Fuzzis. Die folgenden Bilder zeigen einen Politiker, der verstörende Dinge tut. Sie sollten beim Konsum dieser Bilder nicht essen oder irgendetwas zu sich nehmen. Und für Kinder sind die Bilder auch nicht geeignet. Und das ist kein Witz. Ach du liebe Güte. So, hallo. Als kleine Strafe für diesen Loser-Sklaven, den ich euch leider angeschleppt habe, bin ich jetzt hier auf dem Bahnhofsklo. Deutschland, Deutschland, über alles, in der Welt. Spinnst du jetzt komplett? Hallo? Ich hab dich doch gewarnt. Gewarnt, Haushaltsplan. Du kannst doch hier nicht völlig zusammenhanglos irgendwelche Verhaltensauffällige zeigen. Ich mache hier solidische Partiere für Intellelle. Du machst was? Auf jeden Fall nicht sowas. Das verbitte ich mir. Noch so ein Ding und du darfst nächste Woche nicht mit zu Gewalttäter gegen rechts. Das ist Martin Neumeier von der FDP. Nein! Doch. Oh! Ist er echt bei der FDP? Naja, jetzt nicht mehr so richtig. Inzwischen ist er ausgetreten. Aber bis vor kurzem trat er noch auf dem Listenplatz 2 für den Stadtrat in der schwäbischen Stadt Aalen an. Die Kommunalwahlen in Aalen, Ellwangen finden am 9. Juni statt. Doch seine Kandidatur wurde mittlerweile von der Website gelöscht. Warum habe ich das denn nicht mitgekriegt? Sowas muss in die Tagesschau, in die Bild, den Spiegel. Wir brauchen jetzt dringend Demos gegen Gelb. Omas gegen Gelb. Alle gegen Gelb. Ach, Brennel. Aber jetzt mal im Ernst. Der ist wirklich bei der FDP? Passt doch auch irgendwie. Wie ist so das denn? Naja, die Politikproletin Strack-Zimmerfrei ist doch auch bei der FDP. Weißt du was? Vielleicht ist das sogar ihr Sohn. Die Frisur passt und ansonsten sehe ich auch viele Parallelen. Was hat er denn bei der FDP gemacht? Na, das guck. Die FDP macht Aalen durch das Ablecken von Kloschüsseln fit. Da sagt noch einer, dass nur in Berlin Scheißpolitik gemacht wird.
Apropos Scheißpolitik, Herr Neumeier hat sich auch mit Fäkalien eingeschmiert und mit einem Koran unaussprechliche, keine Ahnung, Dinge getan. Unaussprechliche. Ja, das ist nicht schön, was der Typ so tut. Ja. Also jetzt mal im Ernst. Liebe Fuzzis, die ganze Welt macht sich gerade über diesen Typen lustig und natürlich darf der Fuzzi nicht fehlen. Aber es dürfte jedem klar sein, dass hier ein Mensch ernsthafte Probleme hat und eher Hilfe als Häme braucht. Und es ist für mich nur ein weiterer Beweis für die Beschaffenheit von politischen Parteien, dass das scheinbar niemand bei der FDP in Aalen auch so sieht. Liebe Fuzzis, das Folgende ist nicht leicht für mich. Aber niemand hat je behauptet, dass es leicht ist, ein Fuzzi zu sein. Aber umso wichtiger ist jetzt, dass wir zusammenhalten und uns gegenseitig stützen. Auch wenn wir diese Lücke niemals ausfüllen können. Gott, was redest du? Welche Lücke denn? Astro TV wird eingestellt. Nein! Doch. Oh. Nicht lustig, Jacqueline. Woher bekomme ich denn jetzt in Zukunft Videos wie diese? Super, hallo, wen habe ich jetzt im Studio? Hallo, guten Morgen. Hallo? Ja? Oh, Alex, bist du so müde? Ich höre dich nicht. Nein, ich bin vollkommen bei dir. Du bist vollkommen bei mir? Ja. Meine Frage an meinen von mir in Scheidung lebenden Ehemann. Ja? Was frisst der alles so hinter meinem Rücken aus? Das Erste, was ich habe, ist im Verstecken. Das Zweite ist Tarnen. Tarnen? Mhm. Ja, was tarnt er denn? Hin und her schieben. Auf Kohle? Ja. Ja, das ist ja politisch. Er hat ja jetzt eine Beziehung zu einer polnischen Nutte. Entschuldigen bitte. Prostituierten. Mhm. Ja. Die steckt dahinter, ne? Richtig. Ich versuche ihn ja die ganze Zeit zu warnen. Warum? Ja, weiß ich nicht. Das Helfer-Syndrom. Ach, hör auf damit. Wenn du in meine Energien reingehst, kennst du mich. Ja, aber du hast es aber auch schon ganz gut hingekriegt. Komm. Ja? Schon. Aber nur mit deiner Hilfe. Kein Thema. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Alex. Danke. Ciao. Liebe Fuzzis, ihr wisst ja, dass wir aktuell die besten, klügsten und charismatischsten Politiker in der Geschichte der Bundesinsolvenz Deutschland haben. Ich hab Atmen vergessen. Und ich werde nicht müde, das immer und immer wieder zu betonen. Erst neulich habe ich genau darüber wieder eine flammende Rede auf der Demo Ex-Knackis gegen Rechts gehalten. Apropos flammende Rede. Jetzt möchte ich euch eine aufrüttelnde Ansprache einer der besten der aktuellen Politiker-Generation zeigen. Eine Frau wie ein Wirbelsturm. Ja, man kann einfach nur an ihren Lippen hängen. Vorhang auf für Miss Bundestag 2024. Passend zum Idaho Pit, zum heutigen internationalen Aktionstag gegen queerfeindliche Gewalt, hat das Selbstbestimmungsgesetz seine letzte Hürde genommen, hat das Selbstbestimmungsgesetz dem Bundesrat passiert. Das zeigt, dass unser Einsatz für die Rechte von queeren Menschen wirkt. Das bescheinigt auch der ILGA-Report, der vor wenigen Tagen erschienen ist. Deutschland ist im internationalen Ranking unter den queerfreundlichsten Ländern unter den Top 10 aufgerückt. Wir sind damit aber noch lange nicht am Ende. Es bleibt noch mehr zu tun. Ist das nicht fantastisch? Wir sind bereits unter den Top 10 der Querdenkerländer. Und das alles nur wegen dieser leidenschaftlichen, temperamentvollen Frau, die den Mut hat, hier ihr Haar offen zu tragen. Brendel. Wanderdrache. Queer hat nichts mit Querdenkern zu tun. Nein. Doch. Oh. Was soll denn dann das mit diesem Queer? Ich glaube, das soll davon ablenken, dass wir 7,8 Millionen Schwerbehinderte in Deutschland haben. Außerdem rund 5 Millionen Depressive, von denen sich alleine 2024 über 20.000 umgebracht haben. Und dass in Deutschland jede Stunde 14 Frauen Opfer von partnerschaftlicher Gewalt werden. Und von vielen anderen sehr ernsten Problemen, die Deutschland aktuell hat. Deswegen füllt man die Schlagzeilen und sozialen Medienkanäle mit Gaga-Themen, die nur Minderheiten betreffen, um den Anschein zu erwecken, man würde sich wenigstens um irgendwas kümmern, verstehst du? Ach was, du bist doch nur neidisch, weil Tessa mit ihrer neuen Frisur so toll aussieht. Immer diese Stutenbissigkeit unter euch Mädels.
Liebe Fuzzis, ihr wisst ja, dass ich der Letzte bin, der an den Worten des besten Kinderbuchautors, der je Wirtschaftsminister war, zweifeln würde. Ach, meinst du den, bei dem man nicht insolvent werden kann, sondern einfach nur aufhört zu verkaufen? Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Beziehungsweise produzieren? Meine Güte, weißwurstiger Wanderdrache. Du bist aber auch echt nachtragend. Da hatte Robert Selbstzweck einmal das falsche Kinderbuch im Kopf und schon muss er sich 125.000 Jahre lang Spott und Häme anhören. Weißwurstig? Wanderdrache, wir haben bald 2000 Videos online. Mir sind die Alliterationen schon vor einem Jahr ausgegangen. Aha. Na egal, aber bist du nicht der Meinung, dass ein Wirtschaftsminister andere Dinge im Kopf haben sollte als Kinderbücher zum Beispiel? Jacqueline, der optische Bahnhofsalkoholiker ist ein Grüner, hat also schon lange von Gehirnzelle auf Ideologiesynapse umgestellt. Da freue ich mich über jeden Satz, der nicht mit Putin beginnt und mit Ist Schuld endet. Kann ich jetzt weitermachen? Wenn es sein muss. Also, wir wissen ja alle, dass der schöne Robert ein so guter Gutmensch sein tut, dass er gar nichts Ungutes tun kann. Wie zum Beispiel uns täglich gepflegt in die Hucke voll oder unsere Hucke voll zu legen? Voll zu legen? Lügen, Lügen, Lügen. Lügen, Lügen. Ja, genau. Sowas gibt es im unbestechlichen Korruptionsministerium vom schönen Robert einfach nicht. Lügen, Vetternwirtschaft, Korruption, sowas ist dem Robert genauso fremd wie gesunder Menschenverstand. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als er Folgendes gesagt hat. Heute muss man sagen, die Energieversorgung ist in jeder Hinsicht sicher, im Strom- wie im Gasbereich. Im zweiten Winter sind die Speicher voll. Zweitens dann im letzten Jahr die hohen Preise, die wir im fossilen Bereich hatten. Heute muss man sagen, die Preise gehen runter. Wir sind beim Gas wie beim Strom im Handel auf Vorkriegsniveau angekommen. Und siehe da, da hat mir mein Stromanbieter doch neulich einen Brief geschrieben, damit ich Roberts salbungsvoll genuschelte Worte gleich mal mit der Realität abgleichen konnte. Und mein Stromanbieter schreibt mir Folgendes. Sehr geehrter Herr Brendel, unsere Kosten für den Einkauf von Strom am Großhandelsmarkt sind seit Ihrem Vertragsabschluss bzw. Ihrer letzten Preisanpassung gestiegen. Diese gestiegenen Beschaffungskosten ergeben zusammen mit den veränderten staatlich veranlassten Umlagen und Entgelten Ihres Netzbetreibers eine Kostensteigerung für uns, also für Sie. Daher erhöht sich ab dem 1. Juli 2024 der Preis für Ihren Tarif, also für mich. Lieber Kinderbuchautor, der gerade einen Wirtschaftsminister spielt, meine Stromkosten erhöhen sich trotz Ihrer fantastischen Politik, die Sie fast täglich so feiern, um 12%, was in meinem Fall fast 300 Euro im Jahr ausmacht. Und da muss ich dich schon mal fragen, lieber Robert, wie kann das denn sein? Ich kann dir die Antwort geben. Echt jetzt? Klar, Putin ist schuld und die AfD. Außerdem brennt die Erde, die Renten sind sicher und die Fledermausia-Beglückung hat keinerlei Nebenwirkungen. Liebe Fuzzis, schreibt uns doch bitte in die Kommentare, wie sehr die einzigartige Energiepolitik des Kinderbuchautors mit der feuchten Aussprache die Strompreise bei euch gesenkt hat. Vielleicht bin ich ja die große Ausnahme und bin einfach von der falschen Realität umzingelt. Aber jetzt zu einer Weltsensation. Die beste Trampolinspringerin, die jemals Außenkriegsministerin war, ist nämlich bei Wer wird Millionär gewesen und hat überraschend gut abgeschnitten. Ich denke, wir beginnen direkt mit der ersten Frage. Heute ausnahmsweise direkt mit der 1.000-Euro-Frage, um Ihre wertvolle Zeit zu sparen. Was sind die Farben der deutschen Nationalflagge? A. Schwarz, Rot, Gold. B. Regenbogenfarben. C. Blau und Gelb. Oder D. Grün? Als feministische Außenministerialin komme ich natürlich viel rum und so weiß ich, dass Antwort A zu Belgien gehört. Antwort B könnte durchaus richtig sein, zumindest weht diese Flagge vor unseren Behörden, Ministerien und Ämtern. Andererseits sehe ich auch sehr viele blau-gelbe Fahnen, Antwort C könnte also auch passen. Aber Antwort D kann natürlich nicht sein, grün ist ja die Farbe meiner Partei, Herr Jauch. Ach so, verstehe. Jedenfalls bin ich noch unsicher, aber ich tendiere zu Antwort C, blau und gelb. Frau Baerbock, ist das denn Ihr Ernst? Denken Sie doch zum Beispiel mal an die letzte Fußball-WM. Was sehen Sie da für Farben? Stimmt, da hat die Kollegin Frau Faeser eine Regenborkenbinde getragen. Jetzt haben Sie mich aber verunsichert, Herr Jauch. Entweder ist es B oder C. Ich nehme den 50-50-Joker. Oh, das hätte ich natürlich nicht vermutet. Da werde ich jetzt wohl eine 360-Grad-Wende hinlegen müssen.
dann muss es wohl doch Antwort A sein, denn Antwort D ist ja, wie gesagt, bereits die Farbe der Grünen. Das ist natürlich richtig. Puh. Weißt du, was das Schlimmste war, Fuzzi? Dass wir Politiker an der Macht haben, die früher nicht mal ein Praktikum in einer Kleinkärtnerei bekommen hätten? Das auch, aber ich meinte, dass viele jetzt glauben werden, dass Trampolina wirklich bei Wer wird Millionär war. Ach Quatsch, das glaubt doch kein Mensch. Diese ultimative Blamage würde sie doch nie riskieren. Eher erklärt sie Österreich den Krieg. Vergötterte Fuzzis, wie immer aus gegebenen Anlass, jetzt mein Wort zum Sonntag am Mittwoch. Heute zum Thema Klimawandel. Liebe Fuzzis, selbstverwirrend glaube ich an den Klimawandel. Ja, das Klima ändert sich. Das hat es schon immer getan und wird es auch immer tun. Aber als Überlebender des Ozonlochs und des Waldsterbens glaube ich 0,0 an apokalyptische Weltuntergangsvorhersagen von verlogenen Wissenschaftlern, die einzig und allein einem Zeitgeist folgen, um Ruhm und Forschungsgelder abzugreifen. Selbstverständlich müssen wir auf unsere Natur achten und sie beschützen. Sie war vor uns da, sie wird nach uns da sein und ganz wichtig, war es nicht die Natur, die uns überhaupt geschaffen hat? Okay, ich bin nur ein Fuzzi, ohne die herausragende Eloquenz eines Robert Habeck und ohne elegante Aktentasche wie Olaf Scholz. Aber ist es nicht vermessen, sich für klüger als die Natur zu halten, wenn die so klug war, uns überhaupt erst zu erschaffen? Wir wollen jetzt die Natur designen, weil wir denken, dass wir klüger sind als sie. Spätestens seitdem ich die Lügen des Professor Mojib Latif gehört habe, der heute sagt, die Erde brennt und früher eine neue Eiszeit vorhergesagt hat, bin ich aus dieser ganzen CO2-Diskussion ausgestiegen. Wenn das unser führender Klimaexperte ist, kann ich das gesamte Thema leider nicht mehr ernst nehmen. Aber wir sollten definitiv wieder mehr über Naturschutz reden und weniger über einen obskuren Klimawandel. Und Naturschutz bedeutet auch, nicht ganze Wälder für hässliche Windräder zu roden, die dann Tausende von Vögeln pro Jahr töten. Und es bedeutet auch, dass man keinerlei Kriege führen sollte, denn sie sind definitiv nicht gut für die Natur. Ansonsten halte ich mich ausschließlich für eine Sache fit. Ich möchte in 20 Jahren die Klimakleber auslachen und die Damen, die sich mit 21 Jahren haben kastrieren lassen, wegen der Klimakatastrophe, möchte ich fragen, war es das wert? Oder wäre es nicht besser gewesen, vorher eine zweite Meinung einzuholen? Eventuell eine Meinung, die nicht von einer fanatischen Ideologie geprägt war. In diesem Sinne. It's a nun on a run. In the name of the Holy Spirit, you go, sister. Amen. Amen. Vergottete Fuzzis, das war's für heute. Bitte unterstützt uns mit Likes, Kommentaren und teilt dieses Video mit allen Fuzzis dieser Welt. Aber unsere größte Bitte, wenn ihr einen Euro übrig habt, bitte spendet ihn und sichert so unser Überleben. Denn ihr wisst ja, Spenden ist wie Liebe machen. Nur ohne Tessas Frisur. Ihr könnt natürlich auch in unserem Fuzzi-Shop reinschauen oder euch den Synapsensalat, die Bibel aller Fuzzis besorgen. Und bei allem Ärger über die Ampel und all deren verblendete Anhänger, vergesst bitte nie die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In diesem Sinne, Fuzzi hat euch lieb. Wer hier abonniert, bekommt von mir meine abgelaufene Bahncard.